Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte zu Wochenbeginn die Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80%. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen würden zeigen, dass Arbeitgeber und Bundesregierung nun handeln müssten. Denn bisher erhielten die Kurzarbeiter 60-67% ihres Nettogehalts, was insbesondere Geringverdiener in existenzielle Nöte bringe. Allein im Agenturbezirk Tübingen hatten zum 25. März über 160 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Betroffen sind somit über 4.000 Beschäftigte. Die tatsächlichen Zahlen würden weit darüber liegen und in den kommenden Tagen und Wochen rapide steigen, betonte der DGB für die Region Südwürttemberg.